Die abgemagerte Nachbarin, Frau Hoffner Hanke, gestikuliert wild mit der Gartenschere, lehnt sich dabei mit vollem Gewicht gegen den Zaun, um die hohe Hecke in Nachbars Garten abzuknicken oder mit der Schere am Wachsen zu hindern. Dabei führt sie, sich selbst aufmunternd, stets rechtens zu handeln, Selbstgespräche. Ich schaffe Raum für meine Pflanzen, betont sie gebetsartig immerzu und kappt dabei Stück für Stück der grünen Wand. Das abgerissene Grün schmeißt sie zurück in Nachbars Garten. Da kommt es schließlich auch her. Und sie möchte den geordneten, adretten Anblick des eigenen Gartens nicht aus der Form bringen. Sie redet in monotonem Duktus, nur die Lautstärke hebt sie synchron zu ihren Bewegungen an. Ihre dürren Arme in der spitzen Bluse kommen ihren Worten kaum nach. Die Klingen schnappen im Staccato zu, gehen auf, schnappen zu. Die Sehnen spannen in den Unterarmen, Muskeln zeichnen sich ab unter dem anliegenden, für diese Tätigkeit eher ungeeignetem Gewand. Die Spannung in den Faszien setzt sich in den Gesichtszügen fort, der Mund verkrampft, die Lippen eingezogen, die Augen starr mit kleinsten Pupillen. Auf der anderen Seite des Zauns wird derweil der Rasen gemäht. Der Familienvater, Laurin Sanvos, hat nach längerer Stressausgleichstherapie seinen persönlichen Ausgleich zum Familienleben in der Gartenarbeit entdeckt. Nicht im Allgemeinen, sondern in der peniblen Kürzung seines Rasens liegt sein Seelenfrieden nun. Er mäht jeden Tag, Bahn für Bahn. Er liebt es, den handbetriebenen Mäher vor sich herzuschieben. Der Lärm, den das altmodische Gerät verursacht, nebelt ihn ein, schirmt ihn ab von eigenen quälenden Gedanken und den Bedürfnissen der restlichen Familie. Zwei Häuser weiter, hinter einem Dachfenster, zeichnen sich die Umrisse von Dr. Kaspar Lutz Walter mit TH, schlanke Gestalt, herunterbaumelnde Schultern, Kopf vorgebeugt, ab. Er beobachtet das Haus seiner Eltern Lutz und Ella Walter auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch ein auf einem stabilen Stativ aufgestelltes, ausrangiertes Fernrohr, das er im endlosen eBay-Fundus günstig erworben hat. Seinen Beobachterposten hat er im rosaroten Kinderzimmer seiner Tochter Zoe aufgeschlagen. Das Kind im Prinzessinnenkostüm mault, kann es doch schon seit Monaten das eigene Zimmer nicht mehr benutzen und muss bei der Mutter schlafen. Unaufhaltsam geht der Mann seiner Obsession nach. Verlässt Ella das Wohnhaus, um mit dem Auto am Kiosk vorbeizurasen und die Tageszeitung gegen abgezählte Münzen gereicht zu bekommen, trägt er die abwesende Zeit der Greisin in einen Kalender ein. Sekunden werden großzügig aufgerundet. So genau und penibel er auch sonst sein Leben bestreitet, bei den Millisekunden ist er äußerst spendabel. Diesmal waren es 6 ganze und eine halbe Minute, die sie außerhalb des Wohnhauses verbrachte. Im Haus liegt in einem metallenen Krankenbett Ellas schwer kranker und dementer Mann Lutz, sein Vater. Lutz Walter vegetiert vor sich hin, gebettet in weiße Laken. Er nimmt kaum mehr Notiz von diesseits. Der Sohn in Wahnvorstellungen verstrickt, wittert einen geplanten Mord an einem, der in seinen letzten Atemzügen liegt und den die Ärzte schon lange aufgegeben haben. Der Sohn glaubt den Ärzten nicht. Das mag daran liegen, dass er selber einer ist, zumindest mal praktiziert hat. Er hat den Glauben an die Medizin verloren, spätestens seit seine Frau Doris von einer Karriere als Heilerin träumt. Kann man zur Heilerin mutieren? Man kann. Hat man nicht schon früh ihre Fähigkeiten entdeckt? Hat sie nicht schon Hunde und andere Lebewesen durch Handauflegen gesunden lassen und nur aus Bescheidenheit keinen Wirbel darum gemacht?
Doris, eine zierliche, dürre Person, ist in der ausladenden Designer-Couch versunken. Farblich passend zum Stoff des Möbels in dezentem Beige, dazu blasses Make-up und heller Puder, ist sie kaum vom Sofa zu unterscheiden. Sie ist vollkommen vertieft in Schriften sogenannter anerkannter Heiler, macht sich Notizen, schreibt ab, fügt das ein oder andere Kraut, den ein oder anderen hilfreichen Hinweis oder die Beschaffenheit eines Gefäßes, aus dem man das heilende Gebräu trinken sollte, damit es seine Wirkung entfalten kann, hinzu. In Gedanken sieht sie das überquellende Wartezimmer ihrer zukünftigen Wirkungsstätte. Es wird kein steriler Warteraum sein, keine Ordination im herkömmlichen Sinne. Es soll natürlich wirken, unauffällig, ganz nebenbei. Pflanzen und Steine würden passen, ein wenig asiatisches Flair, sie isst gerne Sushi. Ein Wasserspiel, ein Shishi-O-Doshi. Attribut des Japan-Gartens wäre das passende und einzige Attribut im Empfangsraum der Heilerin. Das Klacken des Bambusrohres beim Aufschlagen, alle paar Minuten unterlegt von leichtem Plätschern des Wassers, ist besinnlicher als jede meditative Musik im Hintergrund. Sie lächelt über ihren Einfall. Sie wird als einzige Heilerin ein Indoor-Shishi-O-Doshi haben in ihrer Praxis. Sie wird einen japanischen Innenarchitekten dazu beauftragen, dieses anzufertigen. Ein Shishi-O-Doshi als Einzelanfertigung. Der Bambus gekalkt in ärztlichem Weiß. Und sie, die Heilerin, gekleidet in schlichtes, eher gedecktes Weiß. Keine Beige-Töne. Die sind der Privatsphäre vorbehalten. Den Rest überlässt sie der Mundpropaganda. Ihr erster spektakulärer Fall soll ihr Schwiegervater werden. Den stellt sie wieder auf die abgemagerten Beine. Er wird durch die Wohnstraße spazieren, befreit von Zigaretten und allen tödlichen Krankheiten, die ihn jetzt am Essen und Atmen hindern. Die Demenz wird seine Züge nicht mehr verwässern. Da hilft zur Not auch ein wenig Farbe und Puder und ein fescher Altherrenhut. Er wird sich bei ihr einhaken. Gemeinsam marschieren sie dann die Häuser entlang, langsam, sichtbar für jeden, den auch ein Leiden plagt. Und wer ist schon ohne ein Leid in fortschreitendem Alter? Er wird zufrieden lächelnd an ihrem Arm geführt werden, ihr, der er sein neues Leben mit Anfang 90 verdankt und ihr dafür in tiefem Dank verpflichtet sein Vermögen überschreiben. Zeit seines Lebens zeichnete Lutz Walter eher eine erbitterte Sparsamkeit aus. Aber für die Aussicht eines Weiterlebens, noch dazu eines ohne Schmerzen und Mühen, wird ein jeder alles geben. Ihr Schwiegervater, der alte Geizkragen, hat viel zu geben. Sie schmunzelt bei diesem Gedanken. Eine bessere Investition, eine klügere Werbung kann es nicht geben. Andere kränkelnde, Hilfesuchende werden sich an sie wenden. Zunächst wird sie großzügig sein, nicht zu viel versprechen und kein Entgelt verlangen. Lieber mit den Patienten noch nach der Behandlung auf das nächste Klacken des weißen Bambusrohres warten, sofern sie jemals die Geduld dafür aufbringt. Ein Rohr mit sehr kleinem Durchmesser könnte helfen. Ihre besonderen Fähigkeiten sollen von Mund zu Mund getragen werden, über das ganze Land hinaus, über die Grenzzäune, die schleichend das Land wieder umringen. Die meterhohen Flüchtlingswände werden nur Flüchtlinge aufhalten, nicht ihren Ruf als Heilerin. Menschen werden von überall her zu ihr eilen, sie werden Kostbarkeiten bringen, Gold und Diamanten zuhauf schenken, in tiefster Dankbarkeit. Menschen die Krankheiten zu nehmen, ihnen zu ewigem Leben verhelfen. Sie gerät ins Schwärmen, ihre lackierten Fingernägel klappern dazu auf dem Glastisch. Sie schüttelt den Kopf über ihre Träumerei. Ewiges Leben geht zu weit. Das wäre der Schritt nach dem Schritt nach dem... Sie besinnt sich, steht auf und schaut nach ihrem Mann, Kaspar Lutz. Lutz Walter, der Schwiegervater im Krankenbett auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wäre ihm noch ein letzter Wunsch vergönnt, so würde er lieber eine Zigarettenlänge wählen als den Spaziergang am Arm der Schwiegertochter.
Eine Filterlose in vollen langen Zügen genießen, den warmen Rauch kraftvoll einziehen bis in den letzten Winkel seines Atemorgans. Dort kann sich das beißende Aroma langsam entfalten, dort breitet es sich angenehm aus. Der herbe Geschmack schmeichelt seiner Zunge, tritt durch die Nasenlöcher wieder hinaus, sachte, ganz sachte. Seine Lunge genießt diese Wohltat, bläht sich auf, als wäre sie ein praller Luftballon, als wäre er, Lutz Walter, ein großer Läufer im Tiefstart, am Startblock. Bevor seine Lungenflügel für immer einfallen. Aber die letzten Wünsche verharren meist als letzte Wünsche oder werden in Nostalgie von anderen verklärt herumgetragen, nur niemals ausgeführt. Sein Sohn, Dr. Kaspar Lutz Walter, sitzt zwischen Barbie-Puppen, glitzerndem Puppengewand und bonbonfarbenen Plüschtieren auf dem rosaroten Bett. Ton in Ton, das Zimmer. Er trägt Blue Jeans, schlottrig, fast ein wenig schlampig. Gebannt der Blick, verkrampft die Haltung, starrt er aus dem Fenster. Das Bett ist zu niedrig, seine Knie ragen spitz empor, der Rücken rund gekrümmt, das dunkle Haar schütter. Die Länge soll die durchschimmernde Kopfhaut verdecken. Einer dieser nicht zu verdrängenden Glauben alternder Männer, die ihren Haarausfall mit Ignoranz zu kaschieren versuchen. Das allzu lange dünne Haar hängt unlustig auf seinen schmalen Schultern. Die Stirn in tiefe Furchen gelegt, die Mundwinkel gen Boden gerichtet, seine Augen fixieren etwas durch das Fensterglas. Kein besonders spannendes Ambiente. Ab und an tuckert ein Auto angemessen durch die 30er-Zone. Vielleicht verirrt sich eine Katze über den Gehsteig, radelt jemand gemächlich des Weges, stapft ein ungeübter Läufer über den Gehweg. Dann wieder klare Sicht auf die hölzerne alte Eingangstür. Kein Wind, kein Regen, kein Sonnenstrahl. Langeweile pur im Wohngebiet. Nichts tut sich. Über Stunden rein gar nichts. Es wird langsam Abend im rosaroten Zimmer. Es ist schon nach 7. Seine Frau redet über das Abendessen. Nein, er hat keine Zeit für ein Abendessen. Sie soll ihm irgendetwas Essbares hochbringen. Er hält Wache und wird diesen Wachposten um keinen Millimeter verlassen. Nichts wird ihn davon abbringen, durch das Fernrohr zu blicken. Das Kind soll doch bei der Mama schlafen heute Nacht. So wie auch letzte Nacht und vorletzte. Er könnte die Linse des Fernrohrs mit einem sauberen optischen Tuch abwischen, um die ohnehin klare Sicht zu verbessern. Aber was ist, wenn just in diesem Moment etwas passiert auf der anderen Straßenseite? Endlich etwas passiert. Etwas, das alle wildesten Befürchtungen, alle schrecklichen Spekulationen real werden lässt. Etwas, über das man in heftige Wut geraten könnte. Etwas, das einen sofort zum Handy greifen lässt, um anderen Gleichgesinnten das Geschehen mitzuteilen. Er umklammert sein Handy fest in der Hand. Eine Telefonnummer, ein Name. Jo Porr leuchtet bereits auf dem Display. Ein Tippen des Fingers reicht aus, um seinen ganzen Zorn loszuwerden. Tatsächlich. Das lange Warten auf diesem unbequemen Bett zahlt sich aus. Ein Taxi fährt vor, parkt vor dem Haus, der Fahrer, ein Mann mit Baskenmütze und offenem Hemd, steigt aus, geht zum Eingang und klingelt. Die Haustür öffnet sich schwungvoll. Eine Frau, Isa, erscheint im Türrahmen, grüßt den Taxifahrer und geht mit ihm zum Auto. In der Hand hält sie einen schwarzen Rucksack. Der Rucksack ist gefüllt. Das ist im Fernrohr klar zu erkennen. Sie trägt ihn mit einer Hand. Jetzt greift auch die zweite Hand zum Rucksack. Er ist schwer, kiloschwer, zentnerschwer, tonnenschwer. Kann das eine Frau alleine tragen? Der Fahrer bietet seine Hilfe an, doch die Frau lehnt ab aus Eitelkeit. Weibliche Überzeugung, sich nicht von einem Mann helfen zu lassen oder weil sie ihren Rucksack nicht aus der Hand geben möchte.
Letzteres, denkt der Beobachter aus dem rosaroten Ambiente. Der Inhalt des Rucksacks ist wertvoll, zu wertvoll, um ihn irgendeinem Fahrer in die Hand zu geben. Die Trägerin des Rucksacks, die Entwenderin der Schätze aus dem Haus, ist seine Schwester Isabel. Er hat sie über viele Jahre nicht gesehen. Sie hat diesen Ort, ihre Heimat, früh verlassen und lebt irgendwo im Ausland, mal hier, mal da. Er weiß es nicht einmal. Es war ihm auch einerlei bis zu diesem Zeitpunkt, denn jetzt, so ist er sich sicher, entwendet die Flüchtige vorzeitig sein Erbe. Hätte der Mann auf der Pirsch ein Richtmikrofon, dann würde er jetzt sicher hören, wie die Nähte aufplatzen und die Gurte des Rucksacks abreißen. Aber der Mann hat kein Mikrofon zur Hand. Der Rucksack ist zu robust und der Inhalt doch nicht so schwer. Der Spanner im Haus gegenüber weiß nicht, was er zuerst tun soll. Durch das Fernrohr schauen, Josef Porr informieren, mitten auf die Straße stürzen und das Taxi aufhalten oder in seinen Sportwagen klettern und die Verfolgung des Taxis aufnehmen. Er stürzt an seinem beleidigten Kind auf der Stiege achtlos vorbei in den Vorgarten. Das Handy im Anschlag, das Gesicht zu einer grimmigen Grimasse verzogen und schafft es gerade noch, dem in Schrittgeschwindigkeit davonfahrenden Taxi mit den Augen zu folgen. Aus dem Handy tönt eine sonore Stimme vom Band. Anwaltskanzlei Magister Josef Porr, wir sind in Betriebsurlaub. Bitte wenden Sie sich in dringenden, nicht aufzuschiebenden Rechtsangelegenheiten an einen unserer geschätzten Kollegen, auch Kolleginnen, oder warten Sie einfach auf unsere Rückkehr alsbald. Stets zu Diensten außer just gerade, Ihr Rechtsanwalt Josef Porr.